Mei, heute ist Narrenrecht abholen. Und keiner hockt da eben in dem Sitzungssaal. Bloß ich allein soll nachher da rum. Aber so wie das aussieht und wenn ich an mir nachguck, dann ist das mein ich auch besser so. Also vor lauter Corona habe ich das heiß ja gar nicht probieren können. Und jetzt stelle ich fest, das ist viel zu klein. Oder ist es vielleicht auch eingegangen? Ich weiß es gar nicht. Also so kann ich jedenfalls nicht auf die Straße gehen. Aber das ist fast nicht eh abgesagt worden. Und was soll ich jetzt tun? Was könnte ich jetzt tun? Ja, was auf der Zunftmeister hat gesagt, wir täten das Narrenrecht abholen, trotzdem digital machen. Und ich soll mal abwarten, was da auf mich zukommt. Ha, da frei mir ja grad. Dann könnte ich mir doch bis dahin auch mal den Text noch genauer angucken. Aber langsam, Stadtrat Deiber, hilf mir doch einmal daheim mit dem Text. Du warst doch auch mal ganz lang Zunftmeister. Du weißt doch, wie das daheim funktioniert. Komm, zeig mir's. Ja, Bürgermeister, dieses Jahr, da ist gar alles anders. Auch mit dem Text. Es sind keine Gäste und die, wo euch mal was zum Sagen hättet, die fehlen auch. Aber ohne Fasnet, das können wir Waldseher nicht sein. Und ohne Narrenrecht abholen, da fängt die Fasnet halt auch da. Ich würde sagen, das Narrenrecht abholen machen wir vier jetzt alle zusammen. Und so halten wir die Verordnungen auch ein. Das ist eine gute Idee. Da bin ich mal gespannt, was an der Zunft dazu seid. Ah! Hochedler Bürgermeister Henne! Hochedler Gemeinderat! Ja, da ist ja gar keiner da. Doch, der Deiber ist im kleinen Sitzungssaal. Der kann uns hören. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich einmal der einzige Stadtrat wäre, der was zum Sagen hat. Sonst hocken da hinten die meisten immer mit einer riesengroßen Gusch. Aber jetzt machen wir ja schon die Stadtratssitzungen online. Bloß, wie sollen wir das mit dem Stadtrat, mit den Abstimmungen wegen dem Narrenrecht machen? Vielleicht auch online? Na, dann hätten wir es ja gleich machen wie CDU auf ihrem Parteitag. Zuerst online abstimmen und dann seine Stimmen mit der Post verschicken. Aber das täte ja bis zum Aschermittwoch gegangen, bis du deinen Strohhut hättest. Das geht nicht. Und auch wegen der Geschwindigkeit täte es gar nicht zu dir passen. Ich meine, der Zunftmeister soll das jetzt wieder in die Hände nehmen. Ah! Hey, täte mir das da recht auf dem Rathaus abholen. Aber das ist nur über diese Kiste möglich, lieber Bürgermeister Henne. Aber los und nach, ich habe natürlich unseren Hochmarschall dabei, der jetzt euch ein paar Geschichten aus dem vergangenen Jahr vortragen wird. Aha! Im Rathaus heute erstmalig ein neues Gesicht. Wobei, so sicher bin ich mir dabei gerade gar nicht. Nur damit ich das hier jetzt auch richtig erkenne, du bist schon der neue Bürgermeister, Henne. Denn das Gewand hier ist doch viel zu klein und alt. Hineingezwängt hast du in das Häs mit aller Gewalt. Da wird der Stoff ganz schön strapaziert und hat eine ziemliche Zerreißprobe absolviert. Normal macht die bloß das Häs vom Zunftmeister mit, denn der tragt um den Bauch rum auch bloß Slimfit. Aber bei dir kann man nicht mal mehr den Bauchspiegel einnähen. Mensch, Matze, Gott sei Dank tut das hier heute keiner live sehen. Was täte die Leute auch bloß beim Schunkelwalzer denken? So kannst deine Arme ja maximal untenrum von links nach rechts schwenken. Das sieht dann aus, als betreibst du immer noch deine gestartete Walzerverwaltungskehrwoche.
Da bleibst lieber allein im Rathaus hocken im Dunkler und übst nackt bis nächstes Jahr schon mal als Schunkler. Ah! Wird Waldsee denn bald große Kreisstadt sein, gibt's bestimmt ein passendes Häs obendrein. Ich tät es mal offiziell in Richtung Haushalt sagen, als OB brauchst ein neues mit samtem Kragen. Doch jetzt müssen wir erst mal sparen, drum tust aus Dienstauto it alloy fahren. Mit der ersten Beigeordneten zusammen betreibt man Carsharing und saniert aktuell vorbildlich der Altstadtring. Ob Breitbandausbau, Nahwärme, Fendle oder Waldseetaume, es geht voran in schnellem Intervalle, sogar mit dem Thema Altstadt für alle. Es gibt fast nichts mehr, was der Bürger stört, und sogar der Löhleweg wird jetzt teert. Der Gemeinderat bereits fleißig diskutiert, wie schnell darf werden dort herumkutschiert. Wie sieht's aus mit einem einheitlichen Tempolimit? Aber eine zweite Schillerstraße wollen wir da bitte it. Eine offizielle Begrenzung tät am Löhleweg in Stehre, in das man anfängt, da Schlaglöcher neu zu teeren. Alternativ kennt der Oberstordnungsamt mit dem neuen E-Mobil patrouillieren. Dann müsste sie damit nämlich um die halbe Stadtsee kutschieren. An der Autostrada Löhleweg regelt in Zukunft der Verkehr unser kompetentes Nudler-Sheriff-Duo Kiedle und Schreer. Waldsees Toto und Harry kontrollieren dort alle Raser, vom Mofa-Fahrer bis hin zum wahlkampfführenden Raimund Haser. Das neue Führungsduo Henne Ludi funktioniert, umtriebig und zügig wird alles umstrukturiert. Auch im Jugendhaus gab es dort ein Zeichen, der Nähnaren nur Mädchen musste weichen. Auf Stör folgte jüngst Krebs in dieser Position, namentlich nach Henne eine tierisch gute Aktion. Jetzt in der Verwaltung noch Haas, Kur oder Zmähne von Angeles Floh, dann haben wir ganz vollendet, weil sie ist neuen Kleintierzoo. Corona-konform muss man lüften, die Sitzungshalle. In der Gemeinderatssitzung friert's deswegen im Winter alle. Ab und an fällt in der Stadt halt denn nur Heizung aus. Deswegen gibt's für alle Decken von der Stadt frei Haus. Damit keiner das Deckele vom anderen nimmt, hat man eine besondere Maßnahme bestimmt. Beim Corona-konformen Lüften gibt's neuerdings kein Ärger. Mit Gemeinderatsdecken bestickt von Bettenzwerger. Passet auch auf, dass man jetzt mal Decke vom einen Stadtrat bei der anderen Stadträtin findet. In das neun auf die Idee kommt, ein Gerücht zu streuen, was euch miteinander verbindet. Auch die staubtrockene Brezke sind in der Sitzung per se. Wurstseeler findet alle Gemeinderäte besonders schön. Die Sitzung wird online übertragen, dagegen nur einer tut was sagen. Über die Perspektive beschwert sich via WhatsApp der permanent in der Übertragung hockende Stadtrat Hepp. Die Seele super geschmiert mit einer schönen Schicht Butter, aber dank der Kameraperspektive sieht jeder, was ich da in mein Neifutter. Ein Perspektivwechsel wäre für mich ganz schlau. Na, hätte ich daheim keine Diskussion mit meiner Frau. Hoffentlich sorgt das nicht für größere Verpflegungsdiskussionslawinen. Zuletzt serviert man euch nicht die fürs Tannenbühl geschenkte Bio-Rosinen. Doch Stadtrat Deiber erklärte bereits, das tät it gau. Denn hier drin ist ja schließlich keiner a Wildsau. Auch Corona gänzlich angekommen in Debatten. Wie kam er bloß die Öffnung von Weinhäusern gestatten? Laut Stadträtin König gehört das nicht zu den Grundversorgungsmitteln. Und warum darf denn weiter öffnen Parfümerie Bittel? Die Erklärung ist dabei doch gar nicht schwer.
Liebe Rita, ich bring sie dir heute daher. Man muss die schwere Zeit halt überbrücken, das hilft am besten mit ein paar Schlücken. Und wenn man ist der ganze Tag am Trinken, du stank ein bisschen it nach Alkohol stinken. Wenn's riecht vor der Sitzung nach Wein, Bier oder Cognac, hilft am Hals ein Spritzerle Parfümgeschmack. Der Christbaum soll werden umgestaltet, als Narrenbaum wird den in der Stub behaltet. So gab's von der Jungelfer ganz originell eine Anleitung zur Umgestaltung virtuell. Ein jeder hat von unten auf die Äste abgeschnitten. Im Hause Ludescher hat der Christbaum besonders gelitten. Durch unseren Zeremonienmeister wurde alles vorbereitet. Der Marco hatte schon närrischen Schmuck ausgebreitet. Doch als er damit kam zurück ins Wohnzimmer, gab's den Narrenbaum schon gar nimmer. Denn seine Frau Carina dachte, der hat seine Arbeit nicht vollbracht und aus dem Narrenbaum gänzlich Kleinholz gemacht. Ein Narrenbaum Opfer häuslicher Gewalt bei Ludeschers im Basnetzhaushalt. Benötigst du Hilfe beim Brennholz machen? Carina lässt die Beine ruckzuck krachen. Normal könntest du morgen singen, ganz stolz. Ich und mein echtes Narrenholz, gezeichnet Carina Ludescher, Walzes Christbaum-Mähdrescher. Auch wenn ihr festet nun fast allein, soll tief im Innern doch fasnet sein. Ab jetzt und ihr halt einfach digital scherzen und traget die Fasnet fest in euren Herzen. Hänget zum Fenster aus närrische Fahne oder Dirchle, kochet's Narrengericht nach oder backet Fasnetzkirchle, Zunftmeister und Nachtwächter kugelrund, bleibet daheim und vor allem gesund und trinket auch etwas, das ist immer noch nicht verboten. Ein Fasnetscholli, ein Gemisch aus Sekt und Marotte, des Jahr sind selig auf dem Sofa hockende Mutterkind, die Tag und Nacht auf der Fasnet daheim und im Herzen sind. Heute ist leider hiermit Schluss, ohne gotziger Fasnetzkuss. Und ich fahr jetzt wieder heim mit dem Citybus. Oh, edler Bürgermeister Henne, hochedle Gäste aus nah und fern. Die diesjährige Fasnet ist eine besondere Phase und hoffentlich kommt sie bloß einmal vor in 100 Jahren. Ich kann euch nur sagen, jetzt kriegt der Bürgermeister der Strohhut und seine Amtskette für die närrische Zeit, denn jetzt bin ich hier der Stadtoberhaupt. Aha! Ich als Zunftmeister lade euch nun, geliebtes Narrenvolk, ein in eure Stuben zu Hause. Feiert die Fasnet weiterhin im Herzen. Tragt sie ein Jahr lang noch bei euch,
Denn im nächsten Jahr hoffen wir, dass wir wieder anständige Fasnet hier in der Stadt in Waldsee durchführen können. Ich möchte nun einen Dank sagen an alle, die uns unterstützen, ob mit Geldspenden, ob mit netten Schreiben, ob mit netten Gedichten, mit Bildern der Vergangenheit, der Neuheit und natürlich unserem virtuellen Team, Technikteam. Vielen herzlichen Dank für diese großartige Mühe. Ein dreifach kräftiges Aha!